Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Und ja, wir sind hier in Chocolate Island. Und ja, da haben wir auch schon eine Burg. Ja, einer von diesen mittleren Burgen, wo dann so ein kleiner Endgegner drin ist. Und dann kommt auch schon eine richtige Burg. Das ist, weiß ich nicht. Vielleicht treibt es dann. Vielleicht kann man sich da auch noch irgendwie retten, wenn man da reinfällt. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich wieder noch völlig unerfahren. Eigentlich müsste ich es wissen, weil ich das Spiel ja schon mal durchgespielt habe. Oh! Hä? Das war ein Treffer? Ich dachte, es ging jetzt nur knapp an meinem Kopf vorbei. Aber okay. Das Spiel hat recht. Ich nicht. Aber was sind das denn für mittelalterliche Geräte? Wo bist du? Wo ist der Übeltäter? Hä? Okay, woher kommen jetzt die Flammen? Naja, egal. So, komm runter, Wumms. Kann ich dich so hauen irgendwie? Nee, geht nicht. Ist ein Wumms, ist zu fett, ist zu stark, ist zu maskulin. Nicht mal Mario mit seiner Pommeswampe kann da mithalten. Nein. Das war dämlich. Was haben wir hier? Oh Gott, rette dich! Oh, Skill! Habe ich mir auch noch einen Pilz gesichert. Sehr schön. Hey! Hey! Pass auf! Hey! Hey! Mach keinen Unsinn! Mach echt keinen Unsinn! Hey! Du, komm runter! Komm runter, habe ich gesagt! Wow! Oh Gott! Die springen! Die springen so kompliziert rum! Einfach durch. Way. Hey. Okay, da kann ich durch. Perfekt. Wow, das war jetzt aber knapp. Und das ebenso. Oh, ich muss auch mal andere farbige Blöcke aktivieren, merke ich gerade. Ach komm. Was wollt ihr tun, ha? Ha? Ich hab gewonnen. Oh yeah, my sexy ass. You love my sexy ass? Oh, I love my sexy ass. Boom, kaputt gemacht. Man kommt nicht direkt zum Schloss. Okay. Ah ja, den regulären Ausgang wollte ich auch noch machen. Der ohne dem Rüberfliegen. Deswegen muss ich den ganzen Kack hier nochmal machen, leider Gottes. Aber das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Mit dem Mantel ist ja alles easy, pupisi und schnell von der Lippe, Rippe. Stifte. Ja, jetzt habe ich einfach nur noch irgendwas gesucht, was sich gereimt hat. Und da sich Stifte auf Rippe reimt, so ein bisschen, habe ich mir gedacht, boah, voll Swag und so. Gehe ich da wieder rein? Soll ich? Soll ich? Ach, ich gehe rein. Ich meine, Geiz, ne? Also echt, das ist doch in unserer heutigen Zeit völlig normal. Ja, wie sagt mein Kumpel Kevin immer, wer den Penny nicht ehrt, ist das Geld nicht wert. Und für mich sind das Pennies. Weil jetzt habe ich wieder ein Leben! Hui! Ich fahre mir gerade voll die Leben, ist richtig cool. Jetzt einfach durch. Wir brauchen das ganz andere Zeug doch überhaupt nicht. Wow. Wow, das war jetzt. Wow. Dieses Wow, das war jetzt einfach nur Wow. Also, wow. Da werde ich ja ganz horny, du. Hey. Verdammt. Das war zu hoch. Okay, komme ich jetzt irgendwie nach unten oder so? Eventuell? Okay, das ist... sau dämlich! Okay, das bringt's wirklich nicht. Nee, nee, komm, das ist Quatsch. Gut, jetzt machen wir ja dieses Level hier. Ein Underground Level! I'm setting and I'm sliding! Oh nein! Das Level! Das habe ich doch so böse in Erinnerung. Mit diesen riesigen Maulwürfen.
Und viel, viel frischer Milch. Ja, das Level habe ich gehasst. Ich kenne es noch, ich kenne es noch. Das ist Nervenkitzel pur hier am Anfang. Mit diesen verdammten Plattformen. Ich meine, das war das aber mit den Maulwürfen, oder? Das muss das gewesen sein. Ich habe das nämlich so böse in Erinnerung. Ist hier irgendein... Oh, ein Riesen-Mounty-Maulwurf. Was macht der denn hier? Außer blind rumlaufen. Hey, ich will da... durch. Okay, jetzt muss ich da irgendwie was finden. Irgendeinen Weg oder... ich weiß auch nicht. Ah, geh kaputt. Die geht... man kann nicht auf die draufspringen? Wirklich? Okay, dann, ja... blöd gelaufen für mich, ne? Würde ich mal sagen. Nein! Ich warte da drauf! Ach man, oh! Jetzt muss ich hier durchrushen, ohne irgendwie was... oh, du bist auch blöd, hey! Hey! Ich wollte noch gar nicht ins Ziel, ich wollte in die Röhre rein, du Sau! Der hat mir echt beide Federn abgezogen. Also jetzt nicht der Footballspieler, sondern generell das Level. Nö, nö, ich geh da jetzt mal rein. Das ist mir gar nicht gefallen. Hey! Hier muss es doch irgendwie irgendwas Tolles geben. Außerdem bin ich mir sicher, dass in dem Rohr irgendwas war. Oder irgendwas ist sogar. Da ist was. Und das weiß ich auch nicht. Ich werde es herausfinden. Das bereitet mir jetzt sogar schon Kopfzerbrechen, aber ich werde es schaffen. Oh nein. Okay. Na, man kommt an derselben Stelle raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr die Abs gesehen? Und ich bin mir sicher, dass ich nicht mehr betrunken vom Wochenende bin. Oh. Wow. Oh mein Gott. Es ist wunderschön, diese Leben. Ja, dafür lohnt es sich zu leben. Und Super Mario World zu spielen. Bitte tu mir nichts. Way, hey, wow. Okay, jetzt kommt eigentlich noch dieser blöde Footballspieler, den ich hier so fertig machen werde, damit er runterkommt. Ja. Ja, was willst du jetzt machen, hä? Huh? Ja. Hey, ich kann da nie wie... was? Hä, hey, also... Mann! Verdammt. Ich dachte, ich kann da jetzt reingehen. Aber egal. Das ist wohl anscheinend nur so ein kleines Level um das Füller. Ja, weil... da gibt's kein Secret, da gibt's gar nichts. Und es ist einfach schnell gemacht. Oh, da sind ganz kleine Babys eingesperrt. Tut mir aber leid jetzt. Yoshi! Was geht ab, Bro? Scheiße. Daran hätte ich denken müssen. So, diesmal helfe ich aber meinem Bro, meinem Kollegen, meinem Homie, meinem Best Friend, ey. My Bro from the other mother. Es ist alles so schwer geworden. Geld, 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 Geld. Oh. Oh nein. Bei solchen Leveln verliere ich immer. Yes! Level live. Da, 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 da. Schon wieder verloren. Mano. Ach ja. Was war hier? Legs. Hui. Gerade bei Wasser, ne? Komisch. Naja. Kann ich hier in irgendeine Röhre rein? In eine muss es doch reingehen. Es gibt so viele Röhren und keine führt nach unten. Wow. Hey, hey, hey.
Komm, ja, so will ich das. So statt schon besser. Du gehst doch kaputt! Verdammt. Naja. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nee, ich hab gespeichert. Ich bin ein Trottel. Jetzt hab ich Yoshi nicht mehr. Mein Bro Yoshi. Lass mich durch. Ihr seid doch alle bescheuert. Yeah. Nein! Scheiße. Ich werde diesen Footballspieler in die Knie zwingen. Ich werde seinen kleinen dummen Kopf in seine unter die Schultern rammen. Mordlust. Mord! Wir notieren auf dem Rezept für Super Mario World des Nichtsterbens, dass man nicht springen sollte, wenn er springt. Vermeidet sowohl Handklatschbewegungen von ihm, sowohl auch das Springen wie das da, was mir auf den Sack geht. Ich will in dieses Rohr rein. Und da gibt's auch einen Weg. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn ich diesen Typen gekillt habe. Und es geht mit dem Rohr nicht runter, ne? Dann verklag ich Nintendo. Dann komme ich persönlich nach Japan und reiß Shigeru Miyamoto seine Wachteleier ab, die dumme Sau! Ich verliere noch alle Lives, die ich habe. Und ohne Yoshi auch noch, Mann. Ich will nicht sterben. Ich bin so jung, gut und sexy. Nein, du bist doch echt behindert. Leck mich am Arsch, ey. Du kannst mich so am Arsch lecken. Ich springe jetzt an dir vorbei. Scheiß auf Yoshi, Coin, einfach auf alles. Ich springe da jetzt vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, mich mit dir zu messen. Wenn ich ein Ding hätte, ein Gehirn, dann würde ich das hier gar nicht spielen. Aber leider habe ich eins, also spiele ich das auch noch. Naja. Gut, dann 9 Leben von, ich weiß nicht mehr wie viele, ich habe aufgehört zu zählen. Aber diesmal, ne? Du Penner! Verpisst euch doch alle! Oh. Ich bin einfach nur froh, dass ich durch bin. Oh, da fängt es wieder an mit den Schweißhänden. Ich brauche einen Up. Ich brauche... Ja, okay, Ups brauche ich auch, aber ich brauche einen Power-Up. Weil ich jetzt zuweilen in Wendy's Castle muss. In Wendy Tester Burgers Castle. Sie hat wieder Stress mit Stan und ich darf das wieder ausbaden. Du schmeißt Killknochen! Und du spielst mich bitte nicht auf. Ah, Kettensäge. Kreissäge, Mann! Lern das Der hat mich abgemurkst. Habt ihr das gesehen? Okay, noch ein Versuch. Du schmeißt mich nicht mit dem Knochen ab, das habe ich dir schon gesagt. Bitte hau mich nicht. Nein. Fuck. Okay. Erstmal kaputt treten, nach oben oder auch nichts. Bitte lass mich in Ruhe. Boing. Böse Kreissägen. Ihr seid böse Kreissägen. Ich habe sogar mal den richtigen Namen gesagt. Ihr seht, es gibt für alles ein erstes Mal. Danke. Danke. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Okay, wo weiß ich jetzt genau, wo eins von diesen Teilen runterkommt? Da muss es doch irgendein System dahinter geben. Irgendeins. Böser Feuerball. Ja. Okay. Ich muss da stehen bleiben. Bei dieser einen Stelle. Und dann kann ich weiterlaufen. Diese Dinger kommen auch blitzartig aus dem Nichts und verarschen mich. Wieso springe ich denn nicht beim ersten Mal gleich auf diese Dinger? Bin ich dafür so dumm oder was? Mensch.
Lasst mich in Ruhe, ihr dummen Kreissägen. Ihr seid blöder. Oh Gott. Lass mich da durch, lass mich da durch. Oh, oh, oh. Da war's sicher, genau, genau. Und jetzt geht's einfach weiter. Ich hab überlebt. Gott sei Dank. Wie ein Adler in der Nacht. Hä? Ich treffe nicht? Wieso das denn? Hey! Das ist doch ein. Das ist ein Scherz, oder? Kann man nicht sagen, dass ich dann den treffe. Und treffe ich das nicht? Naja, hier ist auch noch ein Pilz. Oh Gott. Ihr wollt mich doch verarschen. Ey, die lassen sich den größten Scheiß einfallen. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, mit dem Pilz. Eine Feder hätte es auch gebracht. Oh Gott. Okay, springen bringt anscheinend nichts. Also warten, bis man nach oben kommt. Und dann ist alles in Ordnung. Ja super, jetzt habe ich keinen Pilz mehr. Mann, aber hier kriege ich einen. Das ist auch gut. Es brennt. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Lass es brennen. Let it burn, let it burn, let it burn. Okay, jetzt warten. Warten. Scheiße, springen! Okay, ich bin ehrlich, ich bin überhaupt nicht gesprungen. Mann. Diesmal schaffe ich es aber. Es muss doch irgendwie möglich sein. Irgendwie statt alles möglich. Irgendwie kann man das schaffen. Hä? Am Arsch. Niemals. Niemals. Also wenn ich jetzt wieder verkacke, ne, dann benutze ich echt ein Safe State, weil da habe ich keinen Bock mehr. Irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll. Mann, ey. So, jetzt, ich hab's geschafft. Immerhin, das habe ich geschafft. Durchatmen. Wiggles, durchatmen, durchstarten. Die Decke kommt runter. Warum kommt die Decke runter? Ich will nicht, dass die Decke runtergeht. Das ist eine schöne Decke. Wow. Und du? Was machst du? Du bringst mich dahin. Okay, gut. Kann ich einsehen. Was machst du noch? Hast du etwa ein Geheimnis, was noch gelüftet werden muss? So. Ist startgeil. Lass mich allein die ganze Zeit. Lass mich allein. Ich brauch kein Schwein. Also lass mich allein, denn ich brauch kein Schwein. Ich lass dich auch allein, wenn du das willst. So, jetzt gibt's erstmal einen Zickenfight mit dieser dummen Echse. Bist du echt so hässlich und fett? Einfach nur, du bist einfach nur hässlich und fett. Ich bring deine Mutter um, ey. Ich würde gerne mal wissen, wer Bowsers Mutter ist. So, Safe State. Yes. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Jetzt muss ich wieder von hier aus anfangen. Mann, Wendy Cooper ist so dumm. Ich hasse Wendy Cooper. Naja, ich hasse generell die ganzen Koopa-Schergen und Bowser-Minimis und alles, was es dann nicht noch gibt. Die sind alle scheiße, alle. Alle sind scheiße. Wow. Geschafft. Hammer's. Oh Gott. Fick dich. Nee. Nee. Open State. Yes. Soll das so aussehen? Bin mir nicht sicher. Tch,
the fuck? Oh. Okay. Grafikfehler like a boss. Habe ich davor nicht irgendwas anderes gedrückt? Ah! Oh Gott. Mit 1 kannst du die Level unsichtbar machen. So kannst du es schwarz, also auf 2 kannst du es schwarz machen. Auf 3 kannst du den Rand wegmachen. Kannst du auf der 4 irgendwas? Ne, disable, enable, keine Ahnung. Auf der 5 kannst du den Spiel ganz verschwinden lassen. Auf der 6 kannst du all switches normal. Auf der 7 geht nichts. Auf der 8 geht auch nichts. Doch, engine. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist doch mal krass. Okay, aber ja. Ich sehe gerade bei Outer City, es ist wieder mal vorbei. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen von Super Mario World. Naja. Dann sehen wir uns im nächsten Part, meine lieben Leute. Tschüss.